Kollegen und Kolleginnen, Thema Beschäftigung und Kampf gegen Arbeitslosigkeit, das ist ganz breit. Thema an Schumann, ein Jahr vier Golf für heute Abend. Erst müssen das präsentieren, wie die Analyse vom UGBL aus, was seine Initiativen sind, was seine Propositionen sind, an dem Zusammenhang von Emploi, Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt, weil es geht ja eigentlich nicht nur just darum, für zu gucken, dass die Leute, die keine Arbeit tun, arbeitslos sind, dass die Arbeit kriegen. Aber der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit fängt ja eigentlich viel öfter an. Nämlich, wenn es darum geht, Arbeitsplätze aufzusichern oder der anderen Seite Arbeitsplätze zu schaffen, und dann darf ich noch nicht vergessen, Arbeitsplatz ist nicht gleich Arbeitsplatz, und das hören wir durch den UGBL daran erinnert, dass wir auch müssen über die Qualität von der Arbeit an den Arbeitsplätzen schwätzen. Ich will vielleicht auch mal aufhängen, für direkt zu sagen, dass der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit eigentlich komplett sinnlos ist an dem Moment, wo das nicht gelingt, um europäische Plan zu einer anderen Politik zu kommen. Die Zeiten von Vollbeschäftigung, da gehen wir weiter in das letzte Jahrhundert zurück, für 1990er Jahren, als Massenarbeitslosigkeit in Europa zu einem permanenten Phänomen ging, an Lohnzentren 2008, mit Krisenabbruch, als es zu einer regelrechten Katastrophe kam. März 2013, das sind uns die letzten Zahlen, über die ich verfüge, an der Europäischen Union sind 27 Millionen arbeitslos, das sind 11%. An der Eurozone 19 Millionen, 12,1%. Und das ist ein absoluter Rekord. So hoch die Arbeitslosigkeit noch nie. Prävision ist nicht gut. Prävision sieht, es riskiert weiter an Blut zu gehen. Aber wenn ihr dann die einzelnen Länder guckt, wir wissen, es gibt Differenzen zwischen den einzelnen europäischen Ländern. Aber ich muss ihn aber vielleicht zu nennen, der extreme Hunger aus Spanien und Griechenland mit über 27% Arbeitslosigkeit. Und schrecklich ist eigentlich auch die Zahl, dass die Jugendlichen in 25 Jahren, dass du 23,5%, das ist die Moyenne, arbeitslos sind. Und wenn man da Spanien holen oder Griechenland, da sind wir bei 60%. 60%, das heißt mehr wie alle zweiten Jugendlichen als arbeitslos an den Ländern. Und geht nicht für nichts, haut schon von einer verlorenen Generation, geschwärt mit allen dramatischen sozialen Konsequenzen für sie, ihre Familien, ihre Perspektiven überhaupt, und auch mit all den drohenden politischen Fehlentwicklungen, die das riskiert, mitzubringen. Noch zu Lützeburg, als der Schumacher permanent an Blut gegangen sind mittlerweile bei 6,6%, dass sie rund 14% mehr wie nach letztem Jahr. 17.000 Demandeurs d'emploi, Residents, als mittlerweile 12. Dabei muss ich eigentlich stehen nach Rechten, die über 4.000, die an die sogenannten Mesuren dranhängen. Und dann ein 12, die auch interessant ist, sind da von den 17.000, nämlich 7.500, die eine Indemnisation Chômage kriegen. Aber wenn ich ein bisschen mehr dort in Detail guckt, dann ist es vielleicht ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass vor allem auch bei den älteren Salarien der Chômage eine Progression ist, vor allem der Langzeit-Chômage, dass wenn den Chômage bei uns am Land guckt,
Du hast es effektiv so, dass rund 70% keine oder wenig Qualifikationen haben oder Qualifikationen, die, egal wie, nicht ein Niveau, das, was man nennen, ein Premier oder Back haben. So, das ist ein Ziel. Vielleicht just danach, was die Wirtschaftssituation bleibt. An Europa wird für 2013 Rezession. Vier gesehen minus 0,4%, und das bedeutet, dass das sechste Quartal an der Eurozone am Gang ist, wo Europa an der Rezession leidet. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, wir sollen uns überhaupt keine Illusion machen, dass wir die Arbeitslosigkeit können wirksam bekämpfen an dem Moment, wo nicht um europäischen Plan eine andere Politik engagiert. Und das ist nicht recht hinter der Krise, wo der OGBL die Politik angreift und nicht akzeptiert die Politik, und ich meine, okay, lange Exkurs mit der Kanzel, die von der Liberalisierung von der Wirtschafts- und der Finanzwelt, die von dem Sozialdumping, dem Lohndumping, der Privatisierung von den öffentlichen Dienstleistungen an alle Angriffe dann nicht zu vergessen, par rapport zu den Arbeitsrechten an den einzelnen Ländern, alles da zusammen, als eigentlich Verursachung von der Katastrophe, an der wir am Moment sind, auch vom Fonds hier. Bis in einer Schluss und Konklusion sehen, dass die Do-Politik schon lange gescheitert ist. Das ist nicht für nichts. Das ist auch in letzter Zeit, und nicht nur neben der Gewerkschaftskrise, die großen Zweifel aufhängen zu kommen mit dem, was Austeritätspolitik heißt, dass das der richtige Weg ist. Und ich will da nicht viel zitieren, aber das ist aber ganz interessant, dass für alle immer mehr stark gefordert wird, dass privat nur froh. Die Stärkung vom europäischen Binnenmarkt selber muss nur auf die Licht geholt gehen, dass du der Weg ist, für aus der Krise rauszukommen. Und ich will genau da aussetzen. Nämlich, wenn wir wollen den Schumarsch ordentlich bekämpfen, da braucht man eine Wachstumsstrategie an Europa. Und ich weiß, das wird nur relativ, grob, aber das sind eigentlich just zwei, drei Hauptpunkte, die da enorm wichtig sind. Das eine ist, was ich gesagt habe, die Stärkung von der privaten Nachfrage für eben Stärkung vom europäischen Binnenmarkt. Das zweite ist, dass eine stark öffentliche Investitionspolitik gemacht wird an allen europäischen Ländern. Und der dritte ist, wie das resümiert sich schon daraus raus, dass die Austeritätspolitik gestoppt wird. Einfach damit abgehalten wird, sonst kommt mehr aus dem Misere nicht raus. Und da will ich mal am nächsten Punkt aufhängen, und zwar die privaten Aufrufe. Der OGBL fordert von der Regierung, dass sie das nicht mehr akzeptiert, was für Rekommendationen von Brüssel kommt. Nämlich all die Rekommendationen, die an der Richtung von einem Lohn an einem Sozialdumping gehen. Und ich will dann stich wieder sagen, das sind die Forderungen, die Rekommendationen, die von der Seite kommen für die Lohnsysteme hier in Europa und alle Länder zu Ungunsten vom Salariat zu verschlechtern, die gewerkschaftliche Tarifautonomie auf Rot zu stellen, dann präzis das geht auch für Lützburg gefordert. Und dann natürlich noch mehr konkretisiert, weil da steht vom Fonds hier dran, dass wir sollen den Index aufschaffen. Aber wenn ich so privat nur froh stecke, dann heißt das, dass das Abkommen von den Populationen muss aufgesichert gehen, anderem entwickelt gehen. Und da kann es nicht so sein, dass das System von den Lohnverhandlungen bis eben bei so konkret Anpassung und Inflation in der Form von Index weiter auf Ruhe gestellt wird. Das System, das wir heute zuletzt schon den hat, über Jahrzehnte lang. Die sozialen Frieden garantiert dann nicht
eben auch weitgehend garantiert, dass wir konnten, am Zusammenspiel von Index mit den Kollektivvertragsverhandlungen aufsichern, dass die Lohnentwicklung gleichförmig, weitgehend gleichförmig mit der Produktivitätsentwicklung stattfand wird. Und das ist eine von den ganz wichtigen Forderungen, die hauptgewerkschaftlich in Europa gestaltet, dass es nicht zu weiteren Verdehlungen kommt von innen nach oben, und das fängt eben beim Lohn an. Und dafür wären wir uns gegen die Politiken eben, die wollen, dass ein Lohndumping, ein konkurrenzielles Lohndumping an allen europäischen Ländern stattfindet, wo ein Land eine Konkurrenz zu dem anderen steht und ein den anderen lohnmäßig aufwertet. So kann ein Privatnutzung an einer Kommerspolitik an Europa nicht gestaltet gehen. Und so gehen dort sicher keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, weil dann nämlich die Wirtschaftsaktivität sich nicht entwickelt, die man braucht, für Arbeitsplätze nur für sich respektiv zu schaffen. Ich meine, das ist ein Klammer ab, ein Klammer zu. Was den Index so belangt, just zum Rappel, den Index für den OGBL, den muss so bestehen bleiben wie in Ost. Wir sind gegen alle weiteren Formen von Report, das sind zeitlich verzögert wird. Wir wissen, dass Manipulationen bis 2014 laufen. Wir wollen, dass das System integral mehr gestaltet wird. Wir sind gegen den plafonierten Index. Wir sind gegen die Verschlechterung vom Warenkauf. Und wir sind auch gegen eine Festsetzung von einer bestimmten Periodizität, wo an einem bestimmten Zeitraum nur ein oder zwei, maximal zwei Tranchen könnten erfahren. Wir sind auch gegen so eine Verschlechterung im Niveau vom System und sich. Es ist schon noch viel von der Lehne geschwärt. Das ist der einfache Grund, weil das eben ein zentrales Moment ist, für das, was wir zu hinterher kämpfen, nämlich für mehr eine Lohngerechtigkeit, für eine mehr Verdehlungsgerechtigkeit. Und an diesem präzisen Fall, wenn wir von Dynamisierung von Wirtschaft in Europa schwätzen, dann muss man eben wissen, dass wenn auf der Lohnfront das nicht passiert, wie ich nur so tun, dass also den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit alles Ernstes wie einfach geht. Zentraler Punkt ist, dass so vieles, und ich will just Beispiel von Lützebüsch, ich kenne das auch für die anderen europäischen Länder natürlich so. Zentraler Punkt Lohn ist, bei uns hängt direkt zum Beispiel die Adaptation vom gesetzlichen Mindestlohn auf. Und in dem Kontext will ich dann auch extrapolieren, dass den OGBL genau um gesetzlichen Mindestlohn, so wie ein Lohn besteht, vom System hier festhält. Mit seinen periodischen, automatischen Adaptationen. Und das meist wir, gegen den UEL, Patronatsorganisation, die da hingegangen ist, alle neuerdings, das ist nur die letzte, nicht nur den Mindestlohn angreift, aber verlangt, dass ein Ruf gesagt wird, mehr nach da hingeht, er sieht, man ja für Kompensationen, als dann doch für den Staat zuständig, wo der Selbstpatronat da sieht, Betriebe, steuermäßig, die dürfen nicht mehr belastet werden, weil dann nicht ernst ist, bedeutet, dass das Salariat aufhängt, dann seinen eigenen Mindestlohn zu bezahlen oder teilweise zu bezahlen. Das ist nur generell inakzeptabel. Zentraler Punkt aber auch zu anderen, laufende Anpassungen, wo wir ja auch rezent Diskussionen hatten, im Kontext von der Pensionsreform, wo wir beispielsweise den Adjustement von den Pensionen gucken oder die Adaptation vom RMG. Auch vom Lohn hängt ja auch Teicht von den Steuern auf. Wie viel das der Staat erachtet, und du kommst nicht noch drauf zurück an der Bekämpfung gegen Debs. Es geht, dass man nämlich stärker, finanzstärke Staat braucht. Lohn hängt also auch mit Steuern zusammen. Auch Lohn hängt immer zusammen mit der Teicht von den, an der Entwicklung von den Sozialbeiträgen von unseren öffentliche Sozialversicherungen. Die brauchen wir auch für die Zukunft, für die Qualität, die Leistungsqualität zu finanzieren, die wir gewinnen, respektive die wir brauchen, dann auch zu gut tun. Kolleginnen, Kolleginnen, neben der Frage von der Abkommenspolitik, spielt natürlich dann, der Lohnpolitik spielt natürlich
das System von einer Sozialversicherung auch eine ganz große Rolle. Wenn es darum geht, da kommt es von den Leuten zu stabilisieren. Und das wird stabilisieren als ein ganz wichtiges Wort. Weil da könnte man frei leben, wenn dann Europa nicht auf viele Länder, unter anderem auch eben in Lützburg, stark öffentlich Sozialversicherungssysteme greifen gehen. An dem Moment wird die Situation von der sozialen Armut respektive von der Erbslosigkeit noch viel mehr schlimm, wie die Zahlen, die ich logistisch wieder genannt habe. Sozialversicherungen sind ein ganz wichtiges Moment gewirkt als das, was ich immer nenne, durch Stabilisateur Ökonomik für Krisenkonsequenzen aufzuführen. Und das darf ich an dem neuen Kontext eben auch nicht vergessen. Und es ist so in der Teil, weil ich viel schon gesagt habe, wir brauchen auf Niveau von Europa eine Politik gegen den Lohn und gegen den Sozialdumping. Also auch gegen die Politik, die letzten Jahren am Gange ist, den Demontage von einem öffentlichen Sozialversicherungssystem zu betreiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das bedeutet, dass Lo annonciert, dass den 27. und 29. Juni zu Brüssel der Conseil de l'Europe zusammen könnte Regierungs- und Staatschefs, die auch sollen über die Sozialdimension diskutieren. Und der OGBL wird per Rapport zur Regierung gefordert, dass es nicht so darf sein, dass die Sozialfrage, die Sozialdimension an Europa zweitrangig innergehend behandelt wird per Rapport zu der neoliberalen Wirtschafts- und Finanzpolitik, die am Moment betrieben wird, mir endlich dieselbe Stellenwert muss hin, und dann wisst ihr, wie weit das nur von Sozialversicherungen, Lohn, und ich kann nur von Erbesrecht und so weiter schwätzen. Ein zweiter Punkt, den ich annonciert habe, am Kampf gegen die Erbeslosigkeit sowohl Europa wie für alle auch heute zu Lützburg als die öffentliche Investitionspolitik. Auch das stärkt an einer bestimmten Form Nachfrage, auch das feiert zu Investitionen an Erbesplatz, Schaffung und Aufsicherung. Aber für alle sind das blutnötige Investitionen für Zukunft. Aber wenn man so für Zukunft, dann bedeutet das natürlich, dass nur GBL nicht mehr kann für eine öffentliche Investitionspolitik antreten, die auch gesellschaftlich Sinn macht, die gesellschaftlich wertvoller ist. Und da mengen wir eben die Investitionen an den Wohnbau. Wir mengen die Investitionen an den öffentlichen Transport, an die Infrastrukturen, alle guten Dinge. Ich meine nur nicht die lange Liste, die wir brauchen für Zukunft, sowohl für das Leben wie auch als Schaffen, als Produzieren. Die Infrastrukturen sind aber auch ein modernes Gesundheitswesen. Auch da ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, den Niveau für wirtschaftliche Entwicklung und Produktivität zu haben, die wir bei unserem Land haben. Und dann plus ist natürlich nämlich die legitime Recht von uns alle gut, denn ich werde eine optimale Gesundheitsversorgung zur Verfügung. Ich denke daran, dass nur Diskussionen, die noch ein bisschen so ein schwarzes Köst sind, am Gange sind über den neuen Plan Hospitalier. Infrastrukturen sind aber auch als Schulen. Schulen, Hochschulwesen, an all die Infrastrukturen, die mit der Recherche, Innovation zu tun haben. Und dann sind natürlich auch die Investitionen an die öffentlichen Gebäude. Sind Investitionen, aber auch Sport und Kultur. Wenn ich so ein heißes Sport, dann meine ich nicht bauen für Sportspalaste hier zu Lützburg. Wir führen alle investieren an Infrastrukturen für Kinder, Jugendliche, alle Guten, den Breitensport und so weiter. Auch du hast vieles zu machen, und ich kenne am selbst noch von der Sinn von der Kulturschwätze. All die Investitionen sind notwendig. Und sie sicheren Erbsplätze und vor allem auf unserem Bahnmarkt und auch dem europäischen Bahnmarkt insgesamt. Weil als Grenzregionen gehören eben noch als Großregion auch dazu. Schon von Erbsplatzsicherung geschwärt. Und da sind all die Initiativen auf Forderungen, auf Programmpunkten, die nur GBL
Gut, also das sind da wirklich viel. Und ich schon einmal mal probiert, eine Liste zu machen von denen, wo ich meine, dass sie die wesentlich sind. Erbsplatz Aufsicherung heißt, dass in sich alles innehält, für das Erbsplätze nicht aufgebaut gehen, nicht verschwanden, nicht delokalisiert gehen. Und das sowohl, kann ich sagen, als Identität von den Betrieben und sich, wie aber auch für allem, was den Individuum umbelangt. Den also als einzelnen Salari schafft. Sowohl bei dem einen wie bei dem anderen als Erbsplatz Aufsicherung wichtig. Und schon mal habe ich da ein paar Stichworte notiert. Die sind auch ganz stark verbunden mit europäischen Fragen, das ist nicht für nichts für den OGBL permanent, die wird sagen, auch einzeln betroffen, Syndikate als OGBL insgesamt, vor der Zentralangem, dass es zu einer koordinierten Industriepolitik, Wirtschaftspolitik in Europa kommt. Ich will das nicht weiter verdeben. Es ist so ein just Stichwortmäßig. Hätte man eng, die viel mehr weit entwickelt wäre, hätte man eng, wo es viel mehr performant Gesetze gibt, ging, um europäische Plan führen. Da wäre es vielleicht nicht dazu gekommen, dass es so einfach ist, beispielsweise für einen Herrn Mittal an Europa zu machen, was er will. Und dass es nicht für nichts darüber geschwärzt ging, dass es in sich in Zukunft nicht mehr so dürfte sein, dass von Betrieben, die gegebenenfalls eben nachweisbar produktiv sind, rentabel sind in Zukunft tun, dass in die einfach kann zumachen. Am Sinn von dem allgemeinen gesellschaftlichen Interesse, europäisch an diesem konkreten Fall, betrifft es natürlich auch Lützburg. Von einer anderen Seite geguckt, begrüßt man also GBL eine ganze Party von außen, die rezent gemacht, gesehen von dem Wirtschaftsminister, wie ein ganz stark Wert darauf gelegt wird, ob die Investitionsmente an die staatlichen Betriebe, respektive an Investitionsmente an Betriebe, wo es staatliche Partizipationen gibt oder heißt staatliche Partizipationen gibt. Wir begrüßen das. Wenn wir haben auch noch genauer an der Krise gemerkt, wie wichtig das ist, dass ein starker Staat da ist, der stärkere Partizipation hat, an denen Abfluss hat, ob wesentlich, lebenswichtig Betriebe hat in Lützburg. Das kann ich bedauern. Und dann, ich kann wissen, dass Jean-Claude hat am Nationalvorstand durchgeschaut. Bedauern, dass wir für so viele Jahre nicht das gemacht haben, was am Saarland passiert ist, wo von einer Regierung demnächst besser aufgepasst ging, als was mit der Stuhlindustrie passiert. Dann hätten wir vielleicht nicht die Misere, die wir heute bei ArcelorMittal erlebt. Und aus all dem soll ich nicht mehr lernen. Ein Rezentbeispiel gibt es auch. Wie ist es dann, oder wie wäre der Weitergang, zum Beispiel mit der Cargolux? Das heißt nicht, dass wir aus allen Problemen raus sind. Ihr wisst, dass wir schwer Kollektivvertragsverhandlungen am Moment haben. An Partizipation an der Luxe. Partizipation an den Energiebetrieben. Enovos, Kreos und so weiter. Und dann Partizipation bei der Bank General, wo man als ganz klar da geht ausdrücken, dass den Staat Lorem gibt es den Paaren, die ihn da hat, an den Betrieb gibt, verkaufen. Weil auch ein Staat hat recht, erstens mal gewisse Kontrolle weiter auszuüben, die uns schon erklärt, dann zweitens hat er auch recht, dass wenn es schon Banken rett, für dass sie nicht umfallen und verheit fallen, was doch wichtig war, was doch gut war, dann darf er noch davon profitieren, wenn es Benefizien und Dividende gibt, zumal dann, wenn er selber Geld braucht, um Niveau vom Staat für eine ganze Partei die Sachen zu finanzieren.
Die Arbeitsplatzaufsicherung gilt dann, und ich will das da resümieren, insgesamt für den staatlichen und den kommunalen Bereich. Damit habe ich auch ganz klar die Forderung von Roger Bell wiederholt, die sieht keine Privatisierungen. Und kann auch manchmal der Kontrast sein, dass in sich Gemengen als Staat mehr breit Wirtschaftsfelder überholen, wie das im Moment der Fall ist, eben viel genau Wirtschaftssituation zu stabilisieren, zu entwickeln, an Arbeitsplätzen zu schaffen und aufzusichern. Ein anderes Element, was für uns ganz wichtig ist, war bloß jahrelang an der Diskussion, das war 2006, weil du da gefordert hast, der sogenannte Maintien de l'Emploi. Arbeitsplatzaufsicherung heißt auch, dass ihr an den Betrieb haut, wo vieles schnell läuft, wo vieles sich schnell entwickelt, um Niveau von Technologien, aber auch um Niveau von den gegebenenfalls strukturellen oder konjunkturellen Problemen, die Betriebe können tun. Dass es immer mehr wichtig geht, wenn ihr die Arbeitsplätze aufsichern, dass ihr rechtzeitig damit aufhängt. Rechtzeitig heißt, so weit wie möglich auch können, präventiv zu schaffen. Und das aktuelle Gesetz, was besteht, über den Maintien de l'Emploi, ist nicht schlecht genug, ist nicht gut genug. Das soll man eigentlich von Anfang an. Und da wollen wir, dass das Gesetz nicht nur da ist, für dann, wie man so schön immer sagen, weil die Lumpen schon so stinken, dass man schon bald kurz für den Sozialplan steht. Dass man ein Gesetz kriegt, was viel mehr frei eben kann aussetzen. Und dann ist es doch ganz wichtig, dass Personalvertreter, die gewählten Personalvertreter, an den Betrieben, mit ihren Gewerkschaften, auch im sektoriellen Sinn, da mehr Pouvoir kriegen. Da sind wir bei der Frage von der Mitspruch, Mitbestimmung, Kogestion und so weiter. In dem Kontext ist es eben noch wichtig, immer um die Changemente zu denken, bei der Arbeit in sich, bei der Qualifikation. An als Salari, den irgendwann aufhängt zu schaffen, hat eigentlich recht, bis zu seiner Pension, dass er an seine berufliche Perspektiven aufgesichert ist. Und das bedeutet eben halt oft Änderungen. Und das bedeutet eben auch halt eben Möglichkeiten, Chancen zu haben, sich permanent können, weiterzubilden. Und ich komme nach auf den Punkt zurück, mir auch das ist ein wesentlicher Aspekt, was man von der Maintien de l'Emploi schwätzt von der Arbeitsplatzaufsicherung. Arbeitsrecht am Kontext Arbeitsplatzaufsicherung. Wir wollen also GBL, dass ein Arbeitsrecht nicht mehr schwer geht. Am modernen Begriff heißt das, wir müssen das Arbeitsrecht flexibilisieren. Genau das darf nicht passieren. Arbeitsrecht, das du für Leute zu schützen, gegen vieles zu schützen. Und das heißt, das macht zum Wohl in dieser Situation. Parallel zu der Situation von drohender Arbeitsplatzverlust, das Arbeitsrecht muss verstärken. Und der OGBL fordert, dass für allem die Entlassung aus wirtschaftlichen Gründen de licenciement pour raison économique, dass dort das Arbeitsgesetz verschärft wird. Das ist immer mehr der Fall, dass es eben nicht nur Betriebe sind, wo es wirklich schlecht geht, dass Leute aus wirtschaftlichen Gründen entlassen werden. Wir haben das schon eben so, dass wenn Renditen, Dividenden nicht unbedingt die Erwartungen erfüllen, die sollen erfüllen, aber das geht Personal rationalisiert, dann da geht Leute aus ökonomischen Ursachen, sogenannten ökonomischen Ursachen, entlos. Und da muss man es können besser wehren können, indem man das Gesetz da verschärfen, sowohl was die individuelle Entlassung als den individuellen Entlassungsfall vom Einzelnen, wie auch den kollektiven Entlassungsfall. Und da sind wir auch bei der geforderten Reform über den Plan Social. Aufsicherung der Arbeitsplatz bedeutet aber auch, und ich bleibe beim Arbeitsrecht, dass man nicht zulassen,
das Gesetz über Gesetz über NEPS Vertrag verschlechtert wird. Wir sind dagegen, dass es Ouvertüre gibt, weiter Ouvertüre gibt, für Contrat durée déterminée beispielsweise zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Contrat durée déterminée nicht nur, wie man gesagt hat, tapstick bleibt. Nein, aber dass es zumindest, wenn nicht mehr stark gemerkt wird, wie es heute der Fall, also Ballfall, nicht aufgeschwächt wird. Dann hat man nicht für eine allzu lange Zeit die Diskussion an einem Konflikt eigentlich zu der Frau, zu der Pension. Ich komme nicht auf das Thema zurück. Ich komme aber auf das zurück, was an dem Kontext der Mojibel versprochen ist. An den Punkten, die bis heute nicht angelegt sind. Der nächste Punkt, da das im betrieblichen Plan eine bessere Aufsicherung für die ELA-Salarien. Und da fordern wir, da ja von Anfang an von den Diskussionen, dass die Personaldelegation am Betrieb von einer gewissen Größe das Recht kriegen, parabot zu einer Obligation, nämlich die Obligation für die Entreprisen, dass du und sich präventiv Pläne gemacht gehen parabot zu den Salariagen. Präventiv in einem Sinn, dass geguckt wird, dass drum Bedingungen an den Betrieben so geschärft gehen, dass die Leute Bilanz können schaffen, dass sie überhaupt Chance kriegen, an eine normale Pension zu kriegen, ohne viel tun, invalid zu sein oder aus den Betrieben rausgedrückt zu gehen, aber was auch immer. Und das bedeutet extra Maßnahmen am Niveau von der Formation. Adaptiert eben und auch ELA Salarien. Das bedeutet eben auch spezifische Formen am Niveau von der Organisation von der Arbeitszeit. Das bedeutet spezifische Maßnahmen am Kontext zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf der Arbeit. Anderen, schauen wir, ob das die Leute zu weit fährt. Das fordern wir nur zünder, meint. Und das ist noch versprochen im Kontext von der Pensionsreform, dass das immer nicht da. So viel Zeit bleibt für diese Regierung und für den Arbeitsminister, den Sozialminister, nicht mehr für die Ursachen anzulesen. Ein zweiter Punkt an dem Zusammenhang, und der liegt ganz, ganz nur drin. Und zwar auch, auf der einen Seite Arbeitsplatz, Aufsicherung, zweitens, aber auch Terrain freimachen. Terrain freimachen für jugendliche Salarien, die keinen Platz fanden. Nämlich, wer hat proposiert, dass es soll eben rasch gehen, eine Kombination zu machen zwischen Temps partiell am Betrieb, wo den Arbeitskontrakt weiterläuft, und gleichzeitig, ab dem Moment, wo ihn recht drauf hat, auch schon ein Teil Pension zu. Nur schwach vom Einzelnen. Auch die Diskussion, als versprochen, gehen auch da, werden wir nachher immer drauf, dass du endlich etwas könnt. Und das sind eben ganz wichtige Punkte, wenn wir von Arbeitsplätzen am Arbeitsplatz auf sich rum schwätzen. Arbeitsrecht am Rand gehört doch als Forderung für die Reform von der Medizin du Travail, wo wir ja für alle wollen, dass endlich just ein einziges einheitliches Service hier im Land angefordert wird, neben einer ganzen Party von anderen Maßnahmen, die notwendig sind. Auch da ist wichtig, wenn es darum geht, um die Aufsicherung von der Perspektive von Einzelnen auf ihrer Arbeitsplatz. Und dann bleiben wir beim Arbeitsrecht um einen vom Jahr. Werden zwei Maßnahmen auslaufen, sogenannte Mesures transitoires, die geholfen sind an dem Moment, wo die Krisenentwicklung so stark war, dass an einer ganzen Partie Betriebe eben Entlassungen gedroht haben, an die abgefallen sind, dadurch, dass man staatlich mehr Möglichkeiten, mehr Mittel und auf der anderen Seite auch mehr Flexibilitäten entstanden sind im Niveau von der Organisation vom Chômage partiell. Die Maßnahmen, die läuft Ende des Jahres aus und nur fordert, dass sie weitergefordert wird.
Wir sind nicht raus aus der Krise, au contraire. Zweiter Punkt, war doch eine Mesure transitoire in dem Sinn, dass das durch die Verlängerung von der Zeit, wo Erbesloser eben erbeslos sind, durch die aktuelle Situation, dass du ja die Indemnisation vom Chômage nicht der Meinung nur so schnell und degressiv als wie das. Das Gesetz hat eigentlich viel gesagt, mit dass ich nur transitorisch das Niveau gehalten hat. Auch das lief Ende des Jahres selbst. Auch da vorher verlangen wir, dass du mal fortgesagt hast, dass im Hintergrund, weil auch in dem Kontext am Moment alles anders ist, wie ein Besserung von der Situation für die Erbsloser zu sehen ist. Ich ganz, das ist nicht, das war mein Mikro, wo du hast du für dich? Hallo, geht das? Der ganz wesentliche Punkt, an den hängt natürlich viel, mit der Frage zusammen, die ich ganz am Anfang gut geschnitten habe, das ist die Frage von der Qualifikation. Die Entwicklung von der Erbisch, die Entwicklung von der Produktion, von Dienstleistungen, ist ebenso. Dass auf der einen Seite durchsprechende Qualifikationen an die Luft gehen, permanent an die Luft gehen, und dass auf der anderen Seite auch permanent changieren. Aber wenn wir als Lützburg wollen auf dem Niveau bleiben, und das ist eben ein wichtiger Aspekt von der Diskussion, die für die Predigt an der Chambre war, wo wir am Vierfeld die an einem Hearing an der Chambre waren, ein ganz wichtiger Aspekt eben, den als das Wannen, weil auf dem Niveau sich weiterentwickeln, wie wir sind, ja, da muss natürlich ganz viel Maßnahmen noch geholt gehen im Niveau von der Ausbildung, an so einer Ausbildung, aus das lacht die Term, das also auf der einen Seite Grundausbildung, die Initialausbildung, wo wir wissen, dass man natürlich auf der Seite keine einfache Situation hat, zuletzt schon, weil wir ganz viele verschiedene Nationalitäten, ein hohes Niveau von Immigration, auch hin an, wo wir zu erlernen, wo wir mit diesen Problemen konfrontiert sind. Und ich gehe einfach nicht mehr auf das, was du im Nationalvorstand Jean-Claude gesagt hast. Vom Fong hier sind wir jahrzehntelang am Gangen, ob es nicht fertig zu bringen. Dem Chancengleichheit an unserem Schulsystem zu schaffen. Eine Chancengleichheit für Schiedverein, dass das für alle Daylight objektiv interessiert, die nur Daylight sind, die nicht unbedingt die beste Geschichte sind. Und nur an dem Kontext daran erinnert, dass statt dass wir zu weiteren Zersplitterungen kommen, im Niveau vom Schulwesen, zwischen den einzelnen Schulen, dass uns sich auch ein Missdenken nur geduldet gehen über die Aufhörung von einer Gesamtschule bis zu 16 Jahren. Für eben, und das ist auch immer das Objektiv gewesen, für erstes Mal so viel wie möglich Leute an der Bildung so lang wie möglich weiterzukriegen, aber sie dann auch auf einem seriösen Sockel können, hier schwer machen für weiteren Qualifikation. Ich möchte noch daran erinnern, an die größten Probleme, die im Moment bestehen mit der Reform über die Formation professionell, wo es ganz, ganz viele Probleme gibt, aber nicht gut ist, wenn man heute diskutiert über die Verbesserung von den Qualifikationsmöglichkeiten von unseren Kindern und unserer Jugend. Qualifikation und Ausbildung, und ich habe aber auch schon viel genug gedacht, sind aber nicht nehmen, kann ich so Formationen, die Grundformationen, mehr eben noch die Formation professionell kontinuierlich, die hat immer mehr und Bedeutung gewinnt. Und zu dem wolle ich doch den UGBL ein ganz, ganz Palett, da auch schon zentral, ganz, ganz Palett von Propositionen, Forderungen, aber wir gehen ein Stoh von engem Prinzip gesteuert an der Überlegung.
Hier geht es um die Ausbildung, um die weiter fort- und berufliche Weiterbildung von dem Einzelnen. Und hier haben wir eine Situation, wo ja den Einzelnen ein objektiv die Interesse tun wird, für eben sein eigenes berufliches Perspektiv, bis es eben an Pension geht, sich können permanent weiterzubilden. Und das bedeutet Recht. Du musst eben ein Recht bestehen. Und das ist eben nicht normal, weil der Moment aufläuft, dass Betriebe subventioniert gehen für die Formation kontinu. Wir müssen das mal an den Betrieben nachher keine Mitbestimmung, keine Kongestion, weil dann die Formation kontinu so gestaltet an den Betrieben, dass eben auch Jitfrein davon profitiert und so profitiert, dass eben auch an der Linie stößt von seinen eigenen Interessen. Und die können ja mehr auch außerhalb dem Betrieb leihen, wenn der Betrieb zumischt. Ja, dann hört ihr keinen Arbeit mehr. Aber wenn ihr eine Qualifikation hat, was möchte ich dann? Und da geht eben nicht nur dann, just zu diskutieren von Adam und so weiter. Und dann guck mal, was man dann durch Formationen können. Nein. Schon viel du von der Prävention geschwärt, an die ganze System von der Formation professionell kontinuierlich die gehört dazu. Die gehört dazu. Wir wollen du. Was Bestimmung, wir wollen ein anderes System, wie auch staatlich du finanziert wird. Notwendig Finanzierung. Da gibt gar keinen Zweifel. Aber die Frage ist auch, wen dezidiert am Einzelnen, was damit passiert, hier geht es um das Recht von dem Einzelnen. Und Betriebe, die sind an ihrer Logik nicht identisch mit dem Interesse von dem Einzelnen. Das ist ja auch so, dass immer gesagt wird, wenn man an den einzelnen Betriebe guckt, die sich am meisten weiterbilden, an die meisten Möglichkeiten kriegen, aber die meisten Finanzen hinlaufen. Das sind eigentlich die, die schon eine hohe Ausbildung haben. Und du hast auch eben froh von der Chancengleichheit gestartet. Aber weil das so ein wesentlicher Punkt ist, finde ich den noch ein bisschen mehr ausgefeiert wie die anderen. Ich komme dann vielleicht zu einem letzten Volley. Da das nämlich stehen, die Erbslosigkeit und sich. Ich habe eigentlich bis jetzt ganz wenig über die gesprochen, die erbslos sind. Und da will ich Stimmen daran erinnern, dass den OGBL nie seine Meinung geändert hat, was die Bedeutung und die Wichtigkeit von einer funktionierenden staatlichen Administration von der Erbsvermittlung ist. Der Adam. Und wenn das auch immer an der Gestalt dass die Administration so personalmäßig dotiert, dass das KCF funktionieren und schaffen. Man ist immer an den Grund gestaltet, dass du musst können, eine Beratung, eine Orientierung, eine Vermittlung stattfinden, wo eben nur die Beswerden und die Möglichkeiten von dem Einzelnen kann ordentlich geguckt werden. Wir haben also auch aus dem Grund, für nicht allzu lange Zeit, du gehst ausgeschwert, dass Privatfirmen sollen die Möglichkeit kreieren, ein Placement für Leute zu machen. Das ist einfach ein Grund, weil es hier eben um eine öffentliche Dienstleistung geht, aber wo eben all die Leute, die betroffen sind, alle Gute müssen gleich Rechte haben an eine hohe Qualität und Unterstützung. Ich will etwas darf ich just so, was mich nur für ein paar Dinge schockiert hat, das war im Kontext von der Diskussion an der Chambre über den Emploi. Und ich meine, die Direktrice, die neue Direktrice von der ADEM, die gesagt hat, die carrément so geantwortet hat, wie wenn es ein Kavaliersdelikt wäre. Weil Betriebe hier im Land hier oben platzen, der ADEM nicht macht. Dabei gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, das zu machen. Und ich fand dann nicht an der Reihe, dass auch nach Irresponsablen von der Administration dahinter geht und das keiner so durchstellt, wie wenn der Kavaliersdelikt wäre und dass das eben so ist. Weil das ja das, was ja auch ein von den Problemen ist, dass ein Adam immer nicht mehr kann, auch wirksam gehen für allem das, was doch den Plan überlangt, parapot zu all den Plätzen, die sie gemeldet haben und alles das, was sie nicht gemeldet kriegt haben. Das geht eben nicht um einen Adam. Und dafür sind auch all die Leute, die du erbst, du sind am Recht
dass du all die offenen Arbeitsplätze du gemeldet gehen. Das sieht du nicht dann automatisch, dass den A unbedingt zu Arbeitsplatz B gehört. Das ist ein ganz anderer Fall. Ich habe von der Indemnisation vom Schumacher schon geschwärt. Ich komme dann aber auf zwei Sujets nach kurz zu schwätzen, die ich zumal an der Aktualität sind. Aber wo wir dann noch raus von tun, dass an dem, was zur Presse geschickt haben, die zwei Maßnahmen als Regierung wollen machen, auch nicht für sie zu verbessern, wie für Geld zu spüren, für einfach Geld zu spüren. Da dient er, dass die sogenannte Net au Reemploi, dass die dann von den Erbslosen, dass das ihn Recht hat, eine Unterstützung zu kriegen am Kader von einem neuen Emploi bis zu einer Höchst von eben 90% zu seinem letzten Lohn. Aber wo am Moment der Erbsminister, und zwar aufgrund von der Argumentationen, du gibst für Patronen an Bühnen, dreifst das eben die Leute nicht so bezahlen, wie sie sollen bezahlen, für eben, dass der Staat so viel wie möglich von der Partei verhält. Aber das Argument von den Abühen soll dazu benutzt werden, für eigentlich das Recht von dem Einzelnen zu verschlechtern. Den Einzelnen, dass der Salari ist, eigentlich den Erbslos aus den Hölle braucht, dem sie Möglichkeit soll verschlechtert gehen, aber der Erbsminister ist nicht bereit, eine seriöse Formel zu finden, wo in der Abühen einfach von den Employern oder aus der Welt schafft. Und du meinst, ganz Batterie, ich gehe nur nicht auf den Detail, das gibt es zu lange feiern. Eine ganze Batterie von Überlegungen, auch schon seit der Länge mitgedeilt, und das geht bis du noch immer hier an und du raus. Und das ist inakzeptabel. Den zweiten Punkt, dass man nicht angesehen hat, dass in Prä-Retret Solidarität aufschaut, eine Mesure, die vom Fonds her bedeutet, dass die jungen Jugendlichen auch Möglichkeiten gibt, mir einfach Erbsplätze zu finden. Auch das lesen wir dann auch an offiziellen Texten, die auf Presse gehen, wird dann eben so zum Vierschein kriegen, dass es just darum geht, Geld zu spüren. Aber bei Geldspuren sind ich bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir brauchen eine starke Stadt für einen effektiven Kampf gegen die Erbslosigkeit zu machen. Und da geht es nicht, dass auch Maßnahmen, die an sich für die Einzel hier Wertigkeit schon lange bewiesen haben, dass sie die dann entweder aufschaffen will oder verschlechtern. Ich will zum Schluss da vielleicht aufschließen, einfach mit Überlegungen, die vielleicht lo, wo ich meine, die hätte nicht direkt umzunehmen. Noch Schluss ganz kurz. Ich habe die Mattbestimmung schon noch geschwärmt. Wir brauchen lo ein neues Mattbestimmungsgesetz. Lo, für im Sommer. Jean-Claude Tint, ich nach drauf zurück. Weil eine Mattbestimmung, die endlich adaptiert ist, und die Entwicklung von den letzten über 30 Jahren ist auch enorm wichtig, wenn es geht, an all den einzelnen Betrieben, die Diskussionen können seriös zu feiern, mit den richtigen Mitteln, mit den richtigen Rechten, für eben, am konkreten Fall, all deren Betrieben, Arbeitsplätze aufzusichern, respektive berufliche Perspektive von den Leuten aufzusichern. Und da spielt eben, eine Gesetzgebung, eine performante Gesetzgebung über die Mattbestimmung eben eine größere Rolle. An auch der Erbszeit, als nicht ohne, wenn wir von Erbsplätzen schwätzen. Wir sind nicht der Meinung, also GBL, dass Flexibilisierung von Erbszeit irgendwo Erbsplätze schafft. Das muss bis heute bewiesen gehen. Und da sehe ich da, der Verdacht, den auf der Hand liegt, dass als die filmisch noch stärker in der Werfung von der Erbszeit vom Einzelnen in der Bedürfnisse vom Betrieb alles ähnlich ist, wie du zu feiern, für Erbsplan zu schaffen. Aber finalement, erstens, gegen das Interesse von den Leuten geht, was die eigene Zeit überlangt und alles, was da drin hängt. Und zweitens, auch nach echten Erbsplätzen aufbaut, für wie das Erbsplatz nicht beschafft. Es ist noch wirklich Verständnis dafür, dass an der sogenannten Kompetitivitätsdebatte schnell mal von der Zeitung gelesen. Ich habe wieder ein Kompliment an den Wirtschaftsminister gemacht für seine starke Position in den öffentlichen Betrieben.
Man ist stärker als ein anderes. Und die fanden sie nicht gut und nicht akzeptabel. Da das du Kündigung von Sänger sagt, dass sie will, dass der Arbeitszeit mich flexibilisiert wird. Referenzperiode, ob vier meint, soll er abgesagt werden. Ich verdäufe das nicht. Wir sind da gehend. Wir sind da gehend. Wir haben an den 90er Jahren ein Gesetz gekriegt, das sogenannte PAN-Gesetz, das alle Möglichkeiten gibt, sind so gute Leute, die meinen, die zu viele Möglichkeiten gehen. Ich meine, so unrecht tun sie nicht. Aber wo wir parallel dazu alle Möglichkeiten haben hier im Land, über Kollektivverträge ganz, ganz viel zu machen am Niveau von den Arbeitszeiten. Eine Verschlechterung von dem Gesetz bedeutet nicht nur eine Verschlechterung von den Arbeitszeiten, sondern finalement auch eine Schwächung von unseren Kollektivverträgen. Ich will das nur schon gesagt haben. Ein zweiter Punkt, am Kontext von den Arbeitszeiten seit Jahren, wollen wir, dass ein Gesetz entsteht zu den sogenannten Compte Épargne Temps. Auch da erinnere ich mich daran, dass der Wirtschaftsrat, ich weiß nicht, wie das war, Jahren als es hier, ein Akkord hat, de facto ein Akkord zwischen Patronat und Gewerkschaft sagt, wie so ein System kennt, gesetzlich funktionieren. Aber wo wir sie beweit gehen konnten, daran rumfahren, weil wir gesehen haben, dass du bei dem Kader, die proposiert, ging, dass wir auch nicht nur mit Recht, sondern für alle Mochen die Interesse von den Leuten hätte könnten aufsichern. Wir warten bis heute darauf, dass das Gesetz endlich, können doch da mengen, dass Zeit so ist, fortläuft. Und nicht mehr viel Zeit besteht für etwas zu machen. Natürlich nicht, dass es nicht so gemerkt wird, natürlich, dass es so direkt gemerkt wird. Und dann als Letztes, weil du vergisst eigentlich schon nicht mehr geschwärt. Das ist aber ein traditionell. Förderung von der Gewerkschaft sei doch von uns, an die eigentlich überhaupt nicht die Bedeutung verloren wird, zumal dann, wenn ein Wirtschaftssystem, ein Gesellschaftssystem nicht mehr nicht fertig bringt, nicht für einen Mäbisch zu gehen. An Massenarbeitslosigkeit produziert und nicht wegkriegt, auch dann als Zeit für eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung zu denken. Voilà, damit wollte ich aufschließen an der Hoffnung, dass ich einen guten Überblick gemacht habe über die OGBL, also Aktionen, Forderungen und Wünsche par rapport zu der Erbslosigkeit, der Erbsplatzaufsicherung und für allem auch der Kreation von Erbsplätzen in Heiz-Lützburg und wie gesagt eben ganz viel Schuch an Europa. Merci.